Wir lauschen erstmal. Ist aber safe. Ist aber safe. Ich guck mich nochmal kurz an meinem Raum um. Hier haben wir nämlich noch was. You see? There is something. Geständnisse des Bibliothekars. Schuldeingeständnisse von Bruder Ernino, dem Bibliothekar der Abtei St. Cecile. Möge dieses Bekenntnis als Buße für die schrecklichen Sünden dienen, die ich begangen habe. Alles begangen mit den Proben vor dem Konzert, obwohl wir alle dachten, dass es einfach der Stress war. Als es soweit war, wurde ich angesichts der vielen Gäste gebeten, auf unsere wertvollen Texte zu achten. Während die Brüder sangen, also hörte ich sie nie. Was ich hörte, war das Geheul, das folgte. Obwohl ich mehrere Zellen von der Kirche entfernt war. Als ich am Schauplatz ankam, herrschte Chaos. Da waren Menschen dort. Ich kann es gar nicht beschreiben. Tot. Verwundet. Andere waren wahnsinnig geworden. Und unsere geliebten Chorbrüder, Gott im Himmel. Zuerst schienen sie normal, aber plötzlich verwandelten sie sich in eine Form, die man nur als dämonisch beschreiben kann. Nur um kurz darauf wieder ihre normale Gestalt anzunehmen. Sie litten unter schrecklichen Anfällen, schrien und krümmten sich vor Schmerzen. Einige von ihnen versuchten uns in ihre Verzweiflung zu packen. Andere schrien in Stimmen, die wie aus einem unergründlichen Abgrund klangen. Wir brachten sie in ihre Zellen im Obergeschoss. Da gehen wir ja gleich hin. Auf dem Flur zum neuen Kreuzgang und sperrten sie ein. Gott möge sich unserer Seelen erbarmen. Wir schlossen die Türen und sicherten sie so gut wir konnten, mit einem Schloss. Es wären mehrere Schlüssel benötigt, um es zu öffnen. Auf diese Weise konnte kein einzelner von uns in einem Moment der Schwäche versuchen, das zu befreien, was wir gerade eingeschlossen hatten. Ein Schlüssel wurde dem abgegeben. Einer dem Prior, einer dem Schatzmeister und noch einer mir. Ich bete um Vergebung, Vergebung und die Kraft, alles wieder in Ordnung zu bringen. Okay, dann wissen wir zumindest schon mal, wer was hat. Die Frage ist bloß, wer ist wo? Oh, I guess that's what we're going to find out. Ich glaube nicht, dass es hier hinter sein wird. Ich lausche nochmal ganz kurz. Wir sind wieder draußen. Wo sind wir jetzt? Friedhof? Hä? Da waren wir noch gar nicht, ne? Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Was höre ich denn da? Klappert doch irgendwas, oder? Oh Gott. Hier durch? Ich werde das Tor nicht öffnen können und ich bezweifle, dass das Mausoleum offen ist. Im Horror-Game auf dem Friedhof rumzuwandern? Bestimmt eine super Sache. Eine super Sache. Ah, Raben. Okay. Auch ein ständiger Begleiter in vielen Horror-Games? Kann ich aber nichts begucken. Was ist das denn für eine Figur? Die zeigt irgendwie in die Richtung, oder? Kann das wirklich sein? Ja, immer den seltsamen Figuren folgen, die euch irgendwas zeigen. Auch immer eine gute Sache. Die Gräber sind nicht verschlossen. Ich könnte hineinschauen, aber ich wüsste nicht, warum. Okay, der zeigt mir dahin. Also ich glaube, wir müssen dem wirklich folgen. Ich glaube nicht, dass ich sie öffnen kann, indem ich einfach am Türklopf ziehe. Was der nicht so alles glaubt, ne? Was der nicht so alles glaubt. Oh, warte.
Eine Statue, wie man sie auf christlichen Friedhöfen häufig findet. Ein weinender Engel. Hinten ist doch Licht, oder? Oh ne, schon wieder? Der weiß doch sofort, was abgeht, ne? Der weiß auch sofort, was abgeht. Der zückt sofort hier sein Geschirr. Finde ich gut. Finde ich gut, Freunde. Oh, da war ja nichts. Oh, das ging schnell. Ja, zurück im Text. Wobei, wer hat vor allem das hier oben alles angezündet? Warte, von wo kam ich denn jetzt? Gott, ich bin verwirrt. Von wo kam ich denn jetzt? Von unten, ne? Wollte da hinten gucken, oder? Oder? Das Tor klemmt. Ich schätze, ich werde hier nicht entlang gehen. Könnte hineinschauen, aber will nicht. Will er bei irgendeinem da vorbeischauen eventuell? Da komme ich nicht hin. Warte mal, kam ich da jetzt? Ich glaube, ich kam von... Nee, stopp, von hier kam ich. Okay, dann können wir vielleicht rechts mal schauen. Ob wir hier nicht irgendwas Schönes finden. Oh. Diese Statuen erinnern mich an bestimmte ägyptische Skulpturen. Nicht so sehr der Stil, sondern die Pose. Ja, mit Ägypten, beziehungsweise Echnatep. Echnatep dieser, glaube ich, hat man ja schon mal in der Bibliothek, falls ihr euch erinnern könnt. Bin ich jetzt hier richtig? Ich glaube, hier werde ich wahrscheinlich gleich irgendwo rein können, oder? Ja, hier kann ich lauschen, hier werde ich bestimmt noch rein können. Okay, ist safe. Da waren wir noch nicht, ne? Wo sind wir denn da oben? Ne, da waren wir noch nicht. Oh, da geht ein Licht an? Das sieht wie die Zelle des Abts aus. An der Tür ist ein bronzenes Schloss. Hey, yo! Eine Schubkarre voller scharfer Werkzeuge. Rostig und mit roten Flecken. Echnaton, genau. Dankeschön, dankeschön. Ja, Echnaton. Was habe ich gesagt gehabt? Okay, er spielt keine Rolle. Echnaton ist richtig. Ich brauche hier noch einen Schlüssel, Freunde. Vorher... Oder habe ich noch einen? Ich habe den silbernen. Mehr habe ich nicht. Und den eisernen habe ich noch. Warte mal, was war's jetzt für ein Schlüssel? Was braucht ihr jetzt hierfür? Bronzenes, okay. Also, ein Schlüssel aus Legierung. Ja, Kupfer und Zinn, ne? Aber Zinnschlüssel haben wir nicht mehr, okay. Wer meint, da müssen wir den wahrscheinlich nicht irgendwie einschmelzen und zusammenfügen. Wobei, es wäre auch schwachsinnig. Wäre irgendwie auch schwachsinnig. So, warte, wir kamen. Warte mal, kann ich hier lang? Nee. Das ist nur eine Mauer. Okay. Wir müssen mal ganz kurz schauen. Jetzt sind wir da oben. Da mal Sackgasse. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Sonst gibt es hier nicht viel. Hier kriegen wir auf jeden Fall den Schlüssel von dem Abt. Gehe ich jetzt mal von aus. Warte mal, wir kamen von hier. Yes, wir kamen von hier. Auf die andere Seite komme ich nicht. Also von daher muss ich definitiv hier lang. Bestimmt nur Special Effects. Ja, yeah, maybe. Maybe. Warte mal. Hier könnte ich wieder hoch, wobei ich könnte auch von da hoch, richtig? Hier waren wir noch nicht, vielleicht gucken wir hier nochmal. Okay, hier geht's auch nur nach oben. Okay, gehen wir erstmal wieder runter vom Friedhof. Erstmal wieder runter. Wobei, hier kann ich wahrscheinlich nur wieder drin verstecken, ne? Ja. War ich jetzt hier schon? Warte, wo sind wir denn? Ne, die eine Tür ist verschlossen. Warte mal, was war es für ein Schloss? Ah, das war von innen verschlossen. Okay, never mind, wir gehen mal wieder durch. Wir haben ja noch eine Tür. Wir haben ja noch eine Tür mit einem silbernen Schloss. Ich glaube, direkt nebenan müsste das gewesen sein. Ja. Die können wir jetzt aufmachen und die müssten wir jetzt auch aufmachen. Das heißt, da können wir erstmal noch ein bisschen erforschen, Freunde. Erforschen. Gut, der Schlüssel hat funktioniert. Du
immer gesagt, es gibt für alles eine logische Erklärung. Vollkommen richtig. So, wo sind wir denn hier drin gelandet? Schauen wir uns erstmal wieder um. Hier kann ich mich gleich wieder drin verstecken. Cool. Cool, cool, cool. Hier haben wir aber auch nichts. Wobei hier scheint irgendwie Messen gehalten worden zu sein, oder? Alte Laterne. Eine brennstoffbetriebene Lichtquelle. Sie hat keinen Brennstoff. Ich muss etwas finden, das brennt. Oh, warte mal. Alkohol vielleicht. Eine Laterne mit flüssigem Brennstoff gefüllt. Eine mit Ethylalkohol gefüllte Laterne. Sieht so aus, als ob genügend Alkohol da ist. Aber wofür kann ich das jetzt gebrauchen? Licht. Angezündete Laterne. Eine intakte Laterne gefüllt mit Ethylalkohol. Genau, so zündet man das an. Sie hat genug Brennstoff, um stundenlang zu brennen. Aber für was? Vielleicht hat ein Mönch hier Recherchen betrieben. Es sieht nicht so aus, als hätte es ihm geholfen. Nebenbei, habt ihr euch gemerkt, wie das Teil hieß? Ich hab schon wieder vergessen. Irgendwas mit Tritachon. Irgendwie sowas. Das Teil da. Habt ihr es euch gemerkt? Did you? So, hier kann ich nicht lauschen. Hier kann ich bloß aufmachen. Yes. Wo kommen wir denn hier hin? Okay, wir kommen jetzt wieder auf die andere Seite. Das heißt, wir schauen erstmal nochmal bei der anderen Tür. Da gibt es nämlich noch eine. Und natürlich immer auf der Seite. Die Mönche haben diesen Raum in Eile verlassen. Da liegt eine halb beschriebene Seite voller chaotischem Gekritzel. Die Pläne des Bibliothekars, handgeschriebene Notizen von Bruder Ernino, dem Bibliothekar der Abtei. Bruder Victorino hört nicht auf, gotteslästerische Dinge zu sagen, und ich weiß, dass er sich widersetzen wird, den Korridor zu öffnen, in den wir unsere Brüder eingeschlossen haben. Aber ich weiß auch, dass er seinen Schlüssel im Weihrauchfass versteckt hat, dass ich ihn nur noch holen muss. Okay, also wir müssen, glaube ich, nicht die ganzen Räume finden von den einzelnen Personen, eventuell vom Abt, sondern nur die Verstecke. Ich weiß nicht, was mit unserem Prior-Pater Malakias passiert ist, aber ich vermute, dass der Abt ihn in seinem Zimmer eingesperrt hat, wodurch ihm nur ein möglicher Ausgang bleibt. Die Tür, die zu den Zellen führt. Wenn ich den Durchgang öffnen könnte, ich ihn vielleicht befreien und ihn davon überzeugen, die von uns begangene Gräueltat wieder gut zu machen. Er ist ein gütiger und vernünftiger Mann. Oder zumindest, er war es vor dem Konzert. Allmächtiger Gott, bitte beschütze uns. Jeder, der an dieser Veranstaltung teilgenommen hat, ist wahnsinnig geworden. Vor allem unser Abt, Pater Agauno. Während der nächsten Psalme verzerrt sich seine Melodie zu einer Melodie, die der Melodie ähnelt, die die Musiker vor dieser verhängnisvollen Nacht gespielt haben. Egal, wo ich hingehe, kann ich das verzerrte Echo seiner Stimme über den Friedhof hinweg hören. Scrollen können wir gar nicht mehr. Ich muss mit ihm sprechen und ihn davon überzeugen, mir seinen Schlüssel zu geben. Oder einen Weg finden, ihn in die Hände zu bekommen. Lieber Gott, bitte, gib mir die Kraft, mich ihm zu stellen. Warte mal, hier hat man schon geguckt, oder? Did we? Ein zur Hälfte übertragenes Buch. Es macht keinen Sinn, es sei denn, es war als eine Art Souvenir gedacht. Dafür gibt es die Druckerpresse. So, hier können wir nochmal lauschen. So, müsste clear sein. Wir versuchen mal durchzugehen. Hier brauchen wir wieder einen bronzenen Schlüssel. So, wir schauen mal ganz kurz. Da brauchen wir einen bronzenen Schlüssel. Hier unten könnte man nochmal reinschauen. Wobei, da haben wir auch nochmal, aber ich glaube, die Türen sind wahrscheinlich generell zu. Könnte man natürlich nochmal probieren, aber ich glaube nicht, dass wir die irgendwie aufbekommen. Dreh dich mal bitte, danke. So, das heißt, wir gehen mal wieder hier durch.
Nee, stopp. Ach Gott, ich bin jetzt falsch durchgelaufen, ne? Oh shit, ich bin genau falsch rum und durchgelaufen. Ich muss die andere Tür nehmen, die wir gerade aufgeschlossen haben. Scusi, scusi. See. So, die hier brauchen wir. Dann sind wir nämlich schon wieder im Teil des neuen Klosters. So, warte mal. Da oben hat man noch zwei Türen. Ich guck mal kurz, ob die eventuell auch mit dem Schlüssel aufzumachen sind. Du hast das Eisen. Okay, das können wir definitiv wieder aufmachen. Okay, jetzt haben wir alle mit Eisen aufgemacht. Das heißt, die andere wird auch definitiv nur für einen Eisenschlüssel sein. Vielleicht für den silbernen. Aha! Die Frage ist, will ich jetzt hier effektiv schon lang? Weil hier würden wir ja hochgehen zu Hascha, wo er verschwunden ist. Die Tür ist sogar hinter ihm verschlossen worden. Hier ist safe. Kann ich aber rein? Ja, hier hat das natürlich nochmal... Weil dürfte ja gar nicht so lange weg sein, oder? I couldn't feel me ears. Aber hier wird nichts sein, was wir effektiv brauchen könnten, oder? Waren wir ja schon vorhin überall. Nö. Aber zumindest ist der Raum jetzt wieder gekennzeichnet, dann wissen wir zumindest schon mal Bescheid. Okay, wir gucken jetzt nochmal unten. Da passt ja nochmal der silberne Schlüssel und dann können wir vielleicht mal nach oben gehen, da wo der Hascha eventuell unterwegs ist. Just eventually, guys. Just eventually. So. Dann war die irgendwie hier unten. Warte mal. Ah, eine weiter. There you go. So, mal gucken. Aber wir können den silbernen Schlüssel noch für irgendwas benutzen. Okay, das ist die Form. Da oben ist dann der bronzene Schlüssel. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht wo. Egal, vielleicht gleich oben oder vielleicht gleich hier nochmal irgendwo eine Tür. Wir schauen mal. Zuerst lauschen wir. Let's lausch. So, was haben wir hier Schönes? Seite 1 aus dem Tagebuch des Abtes. Handgeschriebene Seite aus dem Tagebuch von Pater Agauno, Abt von St. Cecile. 5. Dezember 1912. Bruder Ernino ist wahnsinnig geworden. Eine weitere Tragödie in der langen Liste der Schicksalsschläge, die uns ereilt haben. Wie weit müssen wir angesichts solcher Katastrophen noch gehen? Ernino wollte die Tür öffnen, die Schlüssel noch einmal einsammeln, um das Tor zu öffnen und sie zu befreien. Ich verstehe sein Mitgefühl. Weit weg von den anderen Brüdern höre ich nur ihr Schreien in meinen Träumen. Aber er muss es Tag und Nacht hören. Und er muss daran zerbrochen sein. Als er zu mir kam, um mir zu sagen, was er wollte, musste ich es tun. Wenn wir gerettet werden sollen, kann ich nicht zögern. Ich folge den Anweisungen des Todbringers und zog seinen Körper in einen leeren Sarkophag. Jetzt wissen nur Gott und der Tod, wo sein Schlüssel ist. Hat er den umgebracht? Mit sagen, was er wollte, musste ich es tun? Wenn wir... der hat umgebracht. Okay. Hey, he killed him. Normale Vorräte, nehme ich an. Es ist nicht mehr viel übrig. Der Wein in diesen Flaschen muss schon vor Jahrzehnten verdorben sein. Der Schrank ist offen. Ich könnte mich darin verstecken. Bla bla. Okay. Immer schon. Was haben wir hier noch Schönes? Der Topf ist auf der Innenseite komplett schwarz. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Haufen Bücher und Kisten, die vor sich hin rotten. Komme ich hier wieder raus? Hier müsste doch schon irgendwie wieder fast draußen sein, oder? Schneid sich doch rein. Verdammt!
Hat diesen armen Bastard seit den 40er Jahren noch niemand gefunden? Anscheinend ein Deutscher. Wow. Er trug einen Spaten. Soll ich ihn nehmen? Ich meine, was soll jetzt... Was soll im schlimmsten Fall passieren? Er ist ja tot. Dass der nach uns greift? Wobei der... Ist das noch eine Granate, die der am Gürtel hat? Ist das noch eine Granate? Mach erstmal auf Nein. Wobei ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich den Spaten irgendwie brauchen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Wir gehen erstmal kurz nochmal hier rum. Ob wir da nicht noch irgendwas Sinniges finden. Was in aller Welt sind das für Zeichnungen? Ich erkenne die Motive nicht. Habe ich hier oben schon geguckt? Es macht Sinn, dass sie das Lager mit Sicherheitsgittern schützen würden. Die letzten Vorräte der Mönche. Nehmen wir jetzt den Spaten mit? Oder gehen wir erstmal nach oben? Ich glaube, wir gehen erstmal nach oben. Wir gehen erstmal nach oben, da wo wir vermuten, dass der Hascher unterwegs ist. Ich hoffe, dass wir da keinen Spaten brauchen, das wäre doof. Müsste man nicht wieder komplett runter. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade gar nicht, wo wir den Spaten für bräuchten, oder? Oder? Eventuell hierfür. Ja, da wo ich gerade mit der Mitte drauf bin. Da war da glaube ich auch irgendwas, was man mit der Hand nicht aufmachen konnte, ne? Ich gehe erstmal dahin, wo der Hascher unterwegs ist. Dann gucken wir weiter, Freunde. Gehen wir wieder raus. Ich will nämlich nicht, dass der Liebe hier stirbt. Ich mag ihn sehr. Er ist sympathisch. Und vor allem hat er uns bisher schon gute Dienste geleistet. Sehr gute Dienste. Ja, und ich kann mich super mit ihm identifizieren. So. Ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. So, bisschen Sport, bisschen Treppen steigen. So, hier, es wird wahrscheinlich auch trotzdem nicht offen sein, oder? Ich lausche nochmal. Okay, wäre aber safe. Du. Ah, silberner Schlüssel. Okay, das war die letzte Tür, die wir damit öffnen können. Wir schauen mal kurz einmal auf die Karte. Ich will nochmal ganz, ganz kurz, aber wirklich nur ganz, ganz kurz, hier nochmal lauschen. Okay, safe. Kamen wir hier rein? Yes. Ich glaube hier... Ach, jetzt kann ich das begucken? Lose Teile, 1 von 3. Mehrere Einzelteile aus Metall. Ich habe noch nicht alle Einzelteile gefunden. Was kann denn das sein? Das sieht mir irgendwie aus wie so ein Schieberegler. Wo man da irgendwie so rauf und runter irgendwas ziehen kann. Oder? Aber wir müssen ja höchstwahrscheinlich noch ein paar mehr finden. Aber gut, dass wir hier waren. Gut, dass wir hier waren. Ist auch safe. Wir gucken hier nochmal. Ich glaube, hier kamen wir dahin, wo auch der Hascher unterwegs ist, oder? Oh ja, oh ja. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Gehen wir jetzt hier hinterher? Noch irgendwas Schönes? Oh, ah! Habe ich die vorhin übersehen? Testimonium des Priors. Eine Notiz verfasst vom Pater Malakias, dem Prior von der St. Cecile Abtei. Hinten drauf steht nichts. Ich höre ihre Schreie. Sie verfolgen mich. Sie kratzen verzweifelt an der Tür. Aber sind sie wirklich sie selbst? Nachts höre ich sie, wie sie sich auf
der anderen Seite der Tür auftürmen und fürchten, dass die Tür nachgeben könnte. Sie betteln, jammern und weinen. Die Dinge, die sie sagen, sollte niemals diesen Saal verlassen. Selbst wenn sie entkommen könnten, was würde es ihnen nützen? Auch ich bin gefangen. Ich kann die Passage nicht mehr öffnen, aber ich darf nicht zulassen, dass sie meinen Schlüssel bekommen. Denn dann wären sie ihrem Ziel, unsere Abtei zu verlassen, einen Schritt näher. Allmächtiger Gott, gib mir die Kraft, das zu verhindern. Egal, was es kostet. Ich muss den Schlüssel weit entfernt von ihren furchtbaren Händen verstecken. Möge Gott uns allen gnädig sein. Okay. Habe ich das vorhin übersehen gehabt? Verdammte Scheiße. Da ist der Schlüssel in seiner Brust. Was um alles in der Welt hat er getan? Er hat wahrscheinlich geschluckt, oder? Kann ich da irgendwas machen? Mit vielleicht? Nein. Das wird nicht klappen. Gott, ich muss seine Rippen aufspreizen, wenn ich an diesen verdammten Schlüssel kommen will. Ja, weil die Rippen ja auch super engmaschig sind. Da könnte man nicht mal kurz mit den Fingern durchgreifen. I see. Es sieht so aus, als hätte der Prior regelmäßig zu diesen Heiligen gebetet. So, wir lauschen mal. Aber safe. Ich glaube, ich werde hier durchkommen, oder? Wobei, hier sind schon Hände. Good God. Okay, also wir brauchen irgendwas, um den Brustkorb zu spreizen. Ja, wie du schon richtig erkannt hast, eine Heckenschere müsste ja in der Theorie auch dafür einigermaßen sinnig sein. Aber das haben wir ja auch schon in der Episode 3 gesehen, ja, wo wir mit der Schere eben den Arm abtrennen wollten. Das war dann barbarisch. Mit der verrosteten, kaputten Säge war das dann vollkommen in Ordnung. Und dann haben wir ja mit der Heckenschere, haben wir ja dann quasi einen Finger abgeschnitten, was dann auch in Ordnung war. Ja, also, weißt du Bescheid. So. Und die Frage ist, wo muss man jetzt effektiv hin? Also wir brauchen irgendwas zum Spreizen. Vielleicht können wir ja irgendwas zum Spreizen zusammenbauen. Ein alter Herd. Und die Flamme brennt. Weißt du das, Sebastian? Oh, warte mal, ich kann ja irgendwas machen. Oder? Nope. Wenn ich einen Eintopf machen wollte, würde ich weder diese Blume noch diesen Herd benutzen. Aber was denn sonst? Macht keinen Sinn, anderen Sachen reinzupacken. Zurückgelassen Instrumente, Behälter und Mörser. Verrottete Bücher, nichts Interessantes. Und hier kamen wir, ne? Und, warte mal. Achso, das hat man ja gerade uns angeguckt. Ne, ich glaube, da unten ist auch noch irgendein Rätselteil, oder? Irgendwas? Something? Ah! Was steht denn hier? Warum kann ich das nicht? Also ich glaube, ich muss hier erstmal die andere Blume reinpacken, oder? Ach, ich muss da Teile von abschneiden, aber in gewissem Anteil, ne? Aber rechts ist gar keine drin, ne? Ich glaube, ich starte nochmal neu. Müssen nochmal kurz gucken, was brauchen wir denn? Ist das nach der richtigen Reihenfolge? Wir sehen auf jeden Fall schon mal die Bilder. Von den einzelnen Blumen.
So, wir haben zuerst eine mit so hängenden Köpfen. Kann ich hier irgendwie noch blättern? Kann ich blättern? Oder? Wird da jemand draus schlau? A. Die Altea. B. Dostikus. Ja, ja, ich weiß, aber ich glaube nicht. Warte mal, ich kann vielleicht nochmal schauen. Nee, ich kann das nichts hinzufügen. Oder hat das hier schon automatisch da reingepackt? Nö. Nö. Also ich muss jetzt mal irgendwas anderes machen. Was haben wir hier? A. B. C ist, glaube ich, ganz rechts. Ganz rechts. Das hier ist D. Kann halt nur die hier auswählen, ne? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Oder muss ich das nach und nach irgendwie angehen? Oder sind das verschiedene Rezepte? Ambrinus. Ambrinus. Okay. Also es scheinen verschiedene Rezepte zu sein, gehe ich mal von aus. Die Frage ist, was müssen wir effektiv herstellen? Das wissen wir noch nicht. Ja, unten rechts stehen die ganzen Blumennamen und in welchen Töpfen die sind. Ja, und die anderen Seiten zeigen die Rezepte. Ja, zu welchem Anteil man die braucht. Aber ich glaube, die ganzen Rezepte, wo man irgendwas Halbes braucht, wird man wahrscheinlich nicht machen können, weil wir, glaube ich, nur ganze Sachen da reinpacken können. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, deswegen, glaube ich, müssen wir noch irgendwas finden. Oder haben wir schon irgendwas gefunden, was in irgendeiner Form auf Blumen hinweist? Nicht, dass ich es wüsste, oder? Nein, das war nicht Teil des Rezepts. Ja, aber welches Rezept denn? Muss ich jetzt einfach alle durchprobieren? Ich meine, könnte ich natürlich auch machen, aber... Mal eins von dem, zwei von dem und zwei von dem. Warte mal, das wäre... Eins ist dieses mit D. Oder? Nee, das fehlt. Das fehlt. Das könnte ich doch schon gar nicht machen. Das erste fehlt ja schon. Diomtos. Falls das richtig ist. Diomtos fehlt ja. Aber habe ich Diomtos effektiv gerade in der Tasche? Diomtos brauchen wir für mehrere Sachen. Ja, Ambrinus. Prunus zum Beispiel haben wir. Dann auch noch, nee, das haben wir auch nicht. Müssen wir es auch zuerst herstellen vielleicht? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir sowas wie ein Rezept gefunden haben. Ich schaue nochmal, aber es müsste in der Theorie, wenn wir eins gefunden hätten, dann würde das auch da nochmal in den Informationen direkt mit drankommen. Ja, das ist von Sebastian. Ich glaube nicht, dass wir von dem irgendwas bekommen. Warte mal, von wo kam man jetzt und wo gehen wir hin? Haben wir hier vielleicht noch irgendwo was? Ich glaube nicht. Die Tür ist zu. Vielleicht können wir hier den Spaten nutzen. Ich glaube fast eher nicht. Dann müsstest du erstmal den Spaten nochmal holen, ne? Tür klemmt. Kann ich da irgendwie einen Schlüssel reinpacken? Ne, die klemmt einfach komplett. Das heißt, ich kriege die auch nicht auf. Ich muss einen anderen Weg wählen. Kriege die auch nicht auf. Aber vielleicht können wir mit dem, Spaten den Dingens breizen. Ich glaube, wenn wir damit fertig sind, dann müssen wir das wahrscheinlich da reinpacken. Verrottete Bücher, nichts Interessantes. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo was. Ah, hier haben wir nochmal Teile, sehr schön. Eine Handvoll Teile aus Metall. Okay, eins müssen wir noch finden. Ich denke mal, es werden wir wahrscheinlich auch noch hier irgendwo in der Nähe finden. Aber nicht in diesem Raum. So, hat man hier noch ein paar Türchen? Nee, hier ging es bloß nochmal hier raus. Wir können ja... Achso, das stimmt ja. Wir haben ja auch noch die eine Tür, die wir vorhin aufgeschlossen haben, wo wir noch nicht durch sind. Rezepte, ja. Ist da irgendwas dabei, was wir brauchen könnten? Wahrscheinlich eher nein, oder?
Was um alles in der Welt, dieser Ort. Okay, wir gehen mal raus. Wir gehen mal kurz rechts in die Tür, die wir gerade aufgeschlossen haben mit dem Zimmerschlüssel. Wobei, gab es hier nochmal rechts, links nochmal eine Tür? Oh. Okay. Okay. Hey. Alles gut.